Gut, es geht weiter mit der zeitlichen Entwicklung der Lufttemperatur beim Aufheizen einer bestimmten Gartensauna. Kann modellhaft durch die Funktion T beschrieben werden. T von T ist gleich 85 minus 75 mal 0,95 hoch T. Okay. T ist die Zeit ab dem Beginn des Aufheizens in Minuten und T von T ist die Lufttemperatur in Grad Celsius. Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht. Die Lufttemperatur in der Gartensauna beträgt zu Beginn des Aufheizens und nähert sich einer maximalen Lufttemperatur von an, also zu Beginn. Das heißt, Beginn heißt ab Beginn, das heißt 0. Was ist denn jetzt 0,95 hoch 0? Das ist 1. Okay, 75 mal 1 wäre 75. Und 85 weniger 75 ist 10. Also müssen wir da hier ein Kreuz machen. Okay. Schreiben wir da ein X hinein. Da schreiben wir jetzt ein X hinein. Passt. Okay. So, jetzt passt. Dann maximal. Das heißt, wenn t unendlich wird. Ja, was ist 0,95 hoch unendlich? Naja, 0,95 hoch 2 wäre 0,95 zum Quadrat und dann hoch 3. Es wird immer mit etwas multipliziert, das kleiner 1 ist, das heißt, es wird langsam 0. Und dann ist 75 mal 0 ist nicht 75, sondern das ist dann 0 und dann ist 85 weniger 0, also ist das 85. Das heißt, ich muss hier mein Kreuz x machen bei 85 und dann passt es. Okay.